gut mit meinem Abendessen. Scheiß Fedor. Ja? Was mit dir, ey? Dreckiger Wolf. Seh doch. Ich habe so eine ganz dämliche Vermutung, wessen Siedlung das ist. Ist es die Siedlung? Ja. Ja. Ah, die Siedlung werden wir noch kennenlernen. Oh ja. Schön. Echt schön. Ah. Wie weit sind wir noch entfernt? Also wir sind gleich da. Perfekt. Urealstein würde jetzt. Also, das finde ich mal cool. Ja, entdeckt, wo sitzt der Eingang? Nicht, ey. Was? Hasen. Darf ich mit dir einen guten Safe machen? Danke, schön. Ja, Schutzfertigkeit gehören dem mächtige Waffenrüstungen und Kreaturen, aber beschweren die eigenen Kampf an Stellen. Ja, cool. Aha, ja, schön. Ich hau die Taschen wieder rein. Glückwunsch. Ich dachte mir schon, dass ihr früher oder später darauf kommen würdet. War zu dumm von mir, das Tagebuch liegen zu lassen. Ja. Ich sah euch in Olafs Bräu und Streu eintreten, bevor ich es mir holen konnte. Da wusste ich, dass ich aus Bruma verschwinden musste. War alles nur eine Frage der Zeit, bis ihr oder Karius es erkannt hättet. Egal. Nachdem ich euch getötet... Also nicht, ganz sicher nicht. Ich bin überrascht, dass Karius nicht die gesamte Stadtwache hergeschickt hat. Ich wollte hier für eine Weile untertauchen und dann weiterziehen. Wie gesagt, ich hatte euch unterschätzt. Mir bleibt keine andere Wahl. Entweder kämpfe ich mit euch um meine Freiheit, oder ich... Da verteidige ich... Letzte Chance. Ja, das stimmt wohl. Also dann, genug. Yes. Come on. Ha! Gefunden. Er wollte sich nicht ergeben, sondern griff mich stattdessen an. Ich musste ihn in Notwehr töten. Nun kann ich das Artefakt. Ich habe ihn doch zuerst angegriffen, aber egal. Ja, danke. Miko. Sind drei mit Wasser vollgelaufen und Truhe mit den drei Schüsseln öffnen, erkannte ich, dass es beim Artefakt mal nett handelt. Das sieht ziemlich unscheinbar aus. In seinem Mutter nicht. Ich denke, dass es am besten wäre, zu Erline Lirian zu bringen und ihm zu fragen. Also, ja, das bringen wir jetzt mal. Haha, Loser. Ich hab Rainil irgendwie stärker in Erinnerung. Raus. Kate? Warum ist hier? Ja, so. Wie ist ab? Egal. Laden. 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 Land fertig! Und wo geht's hin? Wo geht's hin? Natürlich zu Radon Lirians. Seid gegrüßt. Höppeli höpp und. Ich komme da hoch! Ich komme! Ach, egal. Auf das Haus springe ich jetzt zurück, ich der König der Welt. Ja, was? Du bist du? Bist du Bradon Lirian? What the fuck? Bist du Bradon Lirian? Bist du Bradon Lirian? Du hast mir gegen Zauber, die hast auch unwichtig.
Ich habe gebetet, dass ihr schnell zurückkehrt. Schwarz. Welche Neuigkeit? Ich wusste, ich kannte Rainiel. Ich glaube, als ich Bradon vor vielen Jahren kennenlernte, stellte er ihn mir vor. Sie gehörten beide zu einer Art Bruderschaft. Er hörte damit nur auf, weil wir heirateten und eine Familie gründen wollten. Ich fürchte, damit ist es dank Rainiel nun vorbei. Vor langer Zeit gab ich Bradon ein Versprechen. Ich versprach, nie jemandem zu sagen, was ihr nun erfahren sollt. Doch da ihr seinen feigen Mord gerecht habt, bin ich sicher, dass Bradon verstehen würde, warum ich diesen Pakt jetzt für euch breche. Bradon erzählte mir von diesem Amulett, als sie es einst aus einem fernen Land mit nach Hause brachten. Er vertraute nie einem anderen in der Gruppe. Und bevor er den Schatz in der Höhle versteckte, belegte er ihn noch mit einem Zauber. Diese Magie verschleiert die wahre Identität des Gegenstandes. Es bedarf nur eines einfach... Ist das nicht zusammen mit Bradon? Nein, er fürchtete stets, dass es dazu kommen würde. Er lehrte mich das Wort für den Fall, dass er sterben sollte und ich in den Besitz der Schlüssel käme. Nur wenn die anderen Mitglieder von Bradons Gruppe noch am Leben wären und ich dem Tode nahe, sollte ich ihnen sagen, was ich weiß. Wenn ihr mir das Amulett gebt... Gib es hier. Habt Dank, Bruderschaft. Hier habt ihr das Amulett zurück. Es ist so wunderschön wie an dem Tag, an dem ich es das erste Mal sah. Dumm. Behaltet es, da ich keine Verwendung mehr dafür habe. Cool. Ich bin mir meines Wunsches sicher. Ich danke euch aus ganzem Herzen. Ich bin froh, dass er tot ist. Ich weiß, ich sollte so etwas nicht sagen. Ja, versteht ihr schon. Bruderschaft, weißt du? Was für eine banale Kacke. Was kann denn das Ding so? Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Ja, aber ganz bestimmt gar nicht hier. Machen wir die Magie-Quest. Wird es gehen, aber ich kann keinen Schritt machen. Und wahrscheinlich werde ich dann erstmal aufhören, so aufzunehmen. Aber da ihr das ja eh nicht mehr, kann das euch ja scheißegal sein. Ich möchte auch etwas machen. Was? Speicher? Was habt ihr zu berichten? Ich habe gehört, dass die Nordkrieger zusammen mit Orksöldnern aus Kirim gekommen sind, um die... Haltet auf! Dann. Achtung! Nimm das. Okay, das war's für heute, Leute. Bye, bye. Leute, da bin ich wieder. Erstmal sorry wegen dem Ladezeichen. Muss heute leider mal kurz sein. Weil ich bin kurz davor, wieder in den Nachmittagsunterricht zu gehen. Das Problem ist, normalerweise lasse ich dann den rendern. Ja, aber jetzt ist es so, dass es gerade nicht ausreicht, um irgendwelche fuck 5, 6, 8 Minuten. Das mache ich natürlich, weil ich ja so ein lieber Mensch bin. Ich nehme jetzt schnell auf. 5 Minuten, ach halt die Fresse da drüben. Und dann hau ich ab. Ja, genau, machen wir gleich mal den Magiklingen-Quest. Nein, da. Ich hasse Nachmittagsunterricht. Könnt ihr euch das vorstellen? Nudeln, also. Ihr kommt nach Hause. Von der Schule, 12.05 Uhr. Dann muss ich nach Hause laufen. Dann habe ich ganze 20 Minuten Zeit, um zu essen, mein Zeug schon mal zu packen und dann wieder abzuzischen. Wisst ihr, wie scheiße das ist? Warte, bin ich in der Magiegilde? Nein. Oder? Ja, ich bin so schlau, ich geh ins...
Ich gehe ins erstbeste Haus. Das ist ja unglaublich, ey. Heute ist euer Glückstag. Boah, halt die Schnauze. Ich brauche keine Sau. So. Nein. Block. Aber hier, Magiergilde. Hey. Bin ich nicht gut. Nein, nicht nicht, aber... Sorry, wenn ich nebenbei essen muss, aber... 20 Minuten. Du bist unwichtig. Ihr befindet euch in guter Gesellschaft. Willkommen. Hast du Tränke für mich? Ach man, würde ich Tränke... Tränke. Warum wird das denn geklaut? Und zum Schwert weg. Ich kenne den Quest, ja. Also wir müssen jetzt mit ganz vielen reden, um herauszufinden, dass... die Tür jetzt aufgeht, yay. Eine Fürstin geborene besitzt eine erhöhte Konstitution und verbessertes Charisma. Toll. Echt krass und so. So, ist der Typ hier? Nein. Ist der Typ hier? Haben wir da irgendwas Schönes? Cool. Was können jemand 3? Meins. Was haben wir da? Nur wie zum Schlüssel? Ach komm, Schlüssel. Das war nicht geplant. Na gut, schauen wir uns mal um. Bist du hier drin? Nein, aber... Meins. Und schon geht das alles ein bisschen anders. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ah, schön. Du? Habt ihr just... Du bist unwichtig. Kommt bitte zu mir, sobald ihr Jaska gefunden. Mein Name ist... Jaska. Hör zu, ich mag euch. Wenn Volanaro und Jaska ihren Spaß haben wollen, gut. Ich nehme daran nicht teil und ich sage kein Wort mehr darüber. Sprecht sie darauf an. Gut zu wissen. Sorry, ich musste kurz... Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Nein! Boah, ey. Ein Altzauber wäre schon mal ganz cool, aber ich bin so scheiße dafür. Schönen Tag. Volanaro, kleines Arschloch. But. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Bist du mir zu dumm zum... Ja, Schlüssel zur Magiergilde, danke, ich weiß. Toll. Lauf. Hallo? Warte mal. War da... What the fuck? Falscher Knopf. Ich meine jetzt mal ernsthaft. WTF! Das heißt, also quasi gesagt, heißt das, dieser kleine Bastard ist unsichtbar. Dieser kleine, dreckige irgendwas ist unsichtbar. Nein, ich muss sowieso was von ihr klauen, also... Morrowind... Wo ist das denn? Look. Ist da drin? Nein, das ist ein Spitzhack und so ein Scheiß. Da ist Talaras Schreibtisch. Und nein, also ich glaube, dann muss ich ihren Schreibtisch mal eben schnell. Oh, Scheiße, das wird nichts. Nein! Ich melde mich gleich wieder.